So. Stirb du, ordentliches Kapratzenvieh. Komm, so langsam gehen noch die Dinger hier aus. Das war wieder mal Eye of Cthulhu. So, kurz die ganzen Shurikanes einsammeln. Shurikanes. Kein runtergefallen? Hab ich das denn geschafft? Nein, scheint so, als wären keine runtergefallen. So, dann machen wir uns kurz noch eine Brustplatte. Shadow Scale, Demon Knight, Demon Knight Ori. Auf zum Ofen. Okay, hier geht das auch. Sollte man ja die Brustplatte auch herstellen können. Die behalten wir jetzt aber. So, wie viel haben wir noch? 11. Ja, Schuhe kosten mehr. Okay, dann mache ich jetzt erstmal einen Aufnahmestopp und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Terraria. Bis dann, euer Grießbrei. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terraria. Ich fange diesmal wieder mal in diesem Bildschirm an, weil ich euch etwas zeigen möchte, was ich gefunden habe, beziehungsweise auf YouTube gefunden habe. Man kann die Sonne nehmen und verschieben irgendwohin, wo man möchte. Und ja, jetzt habe ich Terraria gerade geclosed. Okay, mit dem Mond geht's auf. So, Singleplayer, Grießbrei LP. Moment kurz, ich mache kurz was. So, was ich gemacht habe, bleibt geheim auf ewig und immer. Was wir jetzt machen werden, ist in die Hellhole zu gehen. Gar nicht. Also doch, aber noch nicht. Hüpf. Erstmal gehen wir an die Pottkiste. Pottkiste. Nehmen uns die mit. Packen hier Jungle Spores. Achso, doch, halt mal hier drin. Hier Jungle Grass Seeds. Blinkroot Seeds. Corrupt Seeds. Jungle Grass Seeds. Shadow Skill, Demonoid, komm auch wieder weg. Jungle Rose. Robot Head. Packen wir noch die Rüstung rein. Den Hook, kann man die stacken? Yo, kann man. Haben wir doch Holz irgendwo. Yo. Dann machen wir uns gleich mal Fackeln. Wir haben zu viele Pfeile. Jester's Arrows. Was sind denn Jester's Arrows? Obsidian Brick. Komm hier mit rein. Wood kommt hier wieder rein. So, die Truhe ist voll mit Materialien. Dann kommen hier wieder Materialien rein. Holz kommt hier rein. Das sind Walls. Meteorite. Demonite. Shadow Scale. Meteorite.
Hurricanes kommt in die Waffenkiste. Hier sind Bomben. Nehmen wir mal mit. Hier kommen die Waffen rein. Das war Kopfweb, das war keine Waffe. Ja, das packen wir hier auch mal mit rein. Ich rolle gerne das R. Fire Bloom sollten wir hier noch drin haben. Cobweb sollte hier drin sein. Besser Healing. Ah. Machen wir uns noch kurz bessere Healing Potions. Erstmal holen wir uns den Stern da oben. Das kommt dahin. Die Health Fortress können wir eigentlich verkaufen. Dann packen wir erstmal eine Truhe. Wechseln die NPCs eigentlich die Räume? Oder bin ich jetzt bekloppt? Ja, ich weiß, ich bin bekloppt. Hier habe ich zwei Sterne, da kommt der Stern auch noch mit drauf. Achso, das ist echt mythisch. So. Wir brauchen natürlich irgendwann mal eine neue Waffe und die wollen wir uns jetzt farmen. Oh, das Ding usen wir erst unten. Übrigens bringt es uns noch ein gar nichts, wenn wir jetzt schon eine Shadow-Truhe finden unten in der Hellworld, weil wir haben noch gar keinen Schlüssel dafür. Heißt, wir müssen endlich mal Skeletron besiegen. Okay. Hier sind wir ja vorher immer lang gegangen. Bin ich der Meinung gerade so. Muss nicht stimmen, aber ich glaube, es stimmt. Ich bin der festen Überzeugung zumindest, was das angeht. Nee. So, hier kann man so ein paar Mushrooms mitnehmen. Versuch mal anders zu klicken, damit es nicht so laut ist. So, sind wir hier jetzt links oder rechts normalerweise gegangen? Ich glaube links. Jo, da oben steht die Vase. Ein Schaden, Alter. Ah, geh doch weg, du olle Schlotze. Haben wir das Gold gelassen? Nein. Egal, ich bin ein Mann. Naja, halbwegs. Wotan ist gerade oben das Glück. Verreckt. Egal. Weiter geht's nach Aunten. Irgendwo war hier, glaube ich, auch noch Obsidian. Das ist aber nicht der Weg, den wir normalerweise hatten. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Doch, nein, das kann doch nicht der Weg gewesen sein. Oh, Darling, Darling, stand by me. Ich sehe. Okay, das war definitiv nicht der Weg, den wir sonst hatten.
Ich hätte mir wohl die Truhe. Oh, Cloud in the Box, Throwing Knife, Water Walking Potion, Gold. Loot all. Warum kann da nicht mal was Neues drin sein? Irgendwas Neues halt. Weil ich der Meinung war, dass wir es hier schon erkundet hatten. Vielleicht nicht gespeichert. Nicht nett. Hier irgendwelche Materialien, um das gerade eine Brücke zu bauen? Nein, super. Wie kommen wir jetzt hier weg? Richtig lustig. Ja, das schon. Wir waren doch hier in dieser Höhle schon in der Hellworld. Könnt ihr mir twittern, was ihr wollt? Ich habe keinen Twitter. Ich habe echt keinen Twitter. Was ist Twitter eigentlich? So, Fackel. Buddeln uns jetzt einfach nach unten, mir doch Wumpe. Okay, hier ist schon Boden. Das Gold da brauchen wir eigentlich. Okay, da ist die Hellworld bereits. Okay, was heißt bereits? Bereits ist gut, wenn man nicht mal ansatzweise da ist. Okay, wir sollten doch noch da durchgehen. Ach, Mint. Ich hab's gehört, ich hab's gehört. Die konnten früher mal einen richtig geilen Waffensatz, Trockenwaffensatz, ja schon eine richtig geile Waffe. Aber es wurde leider rausgepatcht und jetzt gibt es diese Waffen noch in den Scheißthron, die wir noch nicht öffnen können. Stirb doch, ey. Geht doch. Super Drop. Super. Hat mir nicht 10 Stück davon mitgenommen? Okay. Nein, wir hatten mehr davon. Das geht doch so schon viel schneller. Jetzt haben wir hier noch diese Kack-Aschenblöcke. Geht ja relativ schnell. Beziehungsweise da wir jetzt den Opsi-Skull haben wir den noch? Ja, haben wir sogar noch. Haben. Was ist das denn? Okay, es ist normaler Demon. Können wir uns sogar auf allen möglichen Sachen fort.